I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Sway. I just wanna make you sway. Rein ins zweite Superbike-Rennen, nochmal mit der Startaufstellung: Dario Giuseppetti wieder vorne vor Karl Magarich, Martin Bauer, dann Matej Smirsch in Reihe 2, Michi Ranseder, Damien Katlin sowie Barry Wenemann und Sascha Hommel. Und in Reihe 3 haben wir dann also die zweite Yamaha, Jörg Teuchert, Gareth Jones auf der BMW, Kevin Waar auf der Honda und Gisbert van Genhoven ebenfalls auf der BMW. 21 Runden stehen wieder an und damit kann es eigentlich losgehen hier auf dem Sachsenring zum zweiten Rennen. Wir schauen rein, wer kommt am besten weg, wer kommt als erstes in die erste Kurve. Schauen wir mal, wenn sie hier über diesen kleinen Hügel hinüberkommen. Ranseder kommt gut weg, Giuseppetti kommt gut weg und Bauer kommt gut weg. Das dürfte die Reihenfolge sein. Genau, Giuseppetti übernimmt die Führung vor Martin Bauer. Dahinter dann Ranseder und Smirsch. Und hier haben wir André Marcevic vom Vector Racing Team mit der Startnummer 23, der hier schon mal rausrutscht und das Führungs- oder die Führungsgruppe bzw. das komplette geschlossene Feld hier also Ausgangs-Omega auf dem Weg zurück. Dario Giuseppetti nach einer Runde vorne vor Martin Bauer, dann haben wir Karl Magarich, Matthias Mirsch, Jörg Teuchert, Ranseder, Katlin versucht es dagegen, Ranseder presst sich da innen durch und das hat gut funktioniert. Also kommen alle bis auf eben André Marcevic hier gut durch diese erste Runde hindurch. André Marcevic, für ihn war das Rennen damit auch beendet mit diesem Sturz. Wir sind in der zweiten Runde und vorne Dario Giuseppetti nach dem Sieg im ersten Rennen nach der Pole Position könnte es also ein perfektes Wochenende für ihn werden, der ja selbst sagt, er ist erst bei 70% Leistungsfähigkeit. Ein paar Runden lang macht das schon eine Menge Spaß hier zu fahren, allerdings danach plagt er sich rum mit dem Knie, mit seinen Folgen von Oschersleben. Bauer jetzt allerdings erstmal vorbei am Berliner. Damien Katlin haben wir hier vor Ranseder, dann Teuchert, dann haben wir Gareth Jones gesehen, Sascha Hommel, Barry Wenemann. Dahinter dann, das müsste schon Troy Herfors gewesen sein, auf der Suzuki, wenn ich das richtig gesehen habe. Also von daher, das ist die Reihenfolge. Didier Grams führt dann diese Gruppe hier an auf der Suzuki. Der IRRC-Champion war ja auch unterwegs eine Woche davor beim Fischereihafenrennen in Bremerhaven. Auch dort mit einem Podestplatz das Ganze abgeschlossen. Das wird in der IGM natürlich viel, viel schwerer. Sie sehen es im Hintergrund, da ist es schon wieder mächtig trüb geworden. Das heißt, man wusste eigentlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier wieder anfängt zu regnen. Von daher galt es jetzt erstmal unbeschadet hier durchzukommen und dann eben zu schauen, ob es wirklich wieder nass wird, ob das Rennen vielleicht abgebrochen werden muss oder auch nicht. Also da müssen wir einfach mal kurz abwarten, aber im Hintergrund, da sehen wir es. Also da hat es schon dann geregnet. Hier an der Rennstrecke kam das Ganze zu diesem Zeitpunkt noch nicht an. Aber wie das am Wochenende hier immer war, ganz kurze Schauer und dann kam die Sonne wieder raus. Das drohte auch hier in diesem zweiten Superbike-Rennen. Also es wurde immer finsterer. Martin Bauer an der Spitze vor Dario Giuseppetti. Dann haben wir Smirsch, Magarich, Ranseder, Katlin wieder gegen Ranseder. Das altbekannte Duell, das geht gut für Damien Katlin, für den Australier. Dahinter haben wir Jörg Teuchert auf der Yamaha. Sascha Hommel hinter Barry Wenemann. Kevin Waar ebenfalls in dieser Gruppe mit vertreten. Vorne sah es allerdings jetzt doch recht eindeutig aus für Martin Bauer gegen Giuseppetti. Also diese beiden konnten sich gleich absetzen. Dahinter dann Magarich und Matej Smirsch, der als Gesamtführender hier an den Sachsenring gereist ist. Wir sehen es schon, es wurde insgesamt ein bisschen langsamer. Es wurde alles ein bisschen vorsichtiger und hier haben wir auch dann die Bestätigung, das Rennen wurde abgebrochen. Dario Giuseppetti kommt als Führender nach diesem ersten Teil des Rennens über die Linie vor Bauer. Und dann, wie gesagt, musste es hier
abgebrochen werden aufgrund von Regen. Es gab eine kurze Unterbrechung, dann hörte es wieder auf zu regnen. Ja, und dann war die Strecke eigentlich schon wieder abgetrocknet. Also es war wirklich hier, ja, an diesem Wochenende schwierig, schwierig. 14 Runden stehen jetzt beim zweiten Versuch noch an in der IDM Superbike. Und damit hat auch die Grafik oben umgeblendet. Wer kommt am besten weg? Das ist Margaret, aber auch Smirsch mit einem richtig guten Start. Bauer übernimmt allerdings vorerst wohl die Führung. Schauen wir mal gegen Matej Smirsch. Ja, Bauer ist vorne. Also Bauer im Omega vorne. Das hat gut funktioniert. Dann Smirsch, Margaret dahinter, dann Giuseppetti auf Rang 4. Ansonsten sind da jetzt gar nicht mehr allzu viele dabei, denn Michi Ranseder beispielsweise mit Getriebeschaden ausgeschieden, hier beim Neustart schon gar nicht mehr dabei. Giuseppetti presst sich jetzt gegen Margaret durch an die Spitze, Katlin auf Rang 3, dann Teuchert auf der 4 gewesen, also da hat sich eine Menge getan. Und hier der nächste Sturz, Niklas Czajbak ist das, der hier ausscheidet. Insgesamt 3 Motorräder in diesen Sturz verwickelt. Wir schauen mal, wer das noch war, das müsste noch die 66 gewesen sein, Branko Sredanov. Jawohl, also da waren sie sich uneinig und da ist ihnen schlichtweg der Platz ausgegangen. So, und jetzt schauen wir allerdings mal hier auf die Spitze und da schauen Sie mal, wer da fehlt. Also, Margaret übernimmt nicht die Führung gegen Giuseppetti, dann Katlin, Teuchert, dann haben wir Hommel, dann Gareth Jones und es fehlt uns hier zu diesem Zeitpunkt, auch in der Runde davor, waren die beiden schon nicht mehr dabei. Beide KTM raus, also Martin Bauer und Matej Smirsch. Die hatten sich richtig böse getroffen in der Einfahrt zu diesem Bergabstück hinterm Fahrerlager. Also konnten wir nicht sehen, aber das war ein richtig, richtig heftiger Sturz. Matej Smirsch da mit einem kapitalen Fehler und Martin Bauer sprach im Nachhinein von einem Attentat. Also da war Matej Smirsch völlig daneben, hat sich, das muss man ihm allerdings auch zugute halten, er hat sich auch im Anschluss bei Martin Bauer entschuldigt, via Facebook hat er sich dort entschuldigt, hat gesagt, das war vielleicht doch insgesamt alles zu viel Druck. In den letzten Jahren hat er immer ein schnelles Motorrad gehabt und jetzt, ja, und hat es dann meistens oder ziemlich oft halt auch weggeschmissen, eine gute Platzierung. Und jetzt kommt er hier als Meisterschaftsführender an. War wieder in einer guten Position und vielleicht ist ihm das alles ein bisschen über den Kopf gewachsen. Hat es damit Gewalt probiert und das ging richtig böse aus. Martin Bauer ist richtig böse abgeflogen. In dieser Kurve sind übrigens dann auch noch in den Folgerunden 2 andere Fahrer, haben sich noch mit dazu gesellt. Bei Martin Bauer jetzt alle Verletzungen aufzuzählen, das wird eine verdammt lange Angelegenheit. Also da ist vom, ja, Bein bis zum Finger alles kaputt. Also das dauert sehr, sehr lange. Hat er schon vermeldet. Das könnte länger dauern bei ihm. Es könnte durchaus auch sein, dass die Saison für ihn vorbei ist in der IDM Superbike im Jahr 2011. Aber das muss man jetzt abwarten. Es lässt sich noch nicht abschätzen. Er hat gesagt, sein Bewegungsradius ist so groß wie ein Hydrant. Also für ihn eine ganz, ganz bittere Sache. Auch von dieser Stelle natürlich gute Besserung. Und wie gesagt, jetzt nicht allzu sehr auf Matej Smirsch rumschimpfen. Sowas kann es im Rennsport immer wieder geben. Natürlich, er weiß, dass die Aktion saudumm war. Aber ja, das ist halt nun mal Rennsport und gehört leider, leider auch dazu. So, jetzt schauen wir wieder aufs Rennen. Wir sind in der 6. von 14 Runden. Wir haben die Spitze gesehen. Margaret wieder vorne vor Dario Giuseppetti, also diese beiden, die bestimmten hier absolut die Pace im zweiten Superbike-Rennen, im zweiten Teil des zweiten Superbike-Rennens. Dahinter dann Katlin, Teuchert, Hommel, Gareth Jones, Barry Venemann und die weiteren Fahrer der IDM Superbike. Wir schauen mal, wer zu diesem Zeitpunkt noch alles oder schon ausgeschieden ist. Also Marcevic haben wir gesehen, Irek Sikora auf der Wilbers BMW ebenso raus, Freddy Papumenen auf der Wilbers BMW ebenfalls raus, Michi Ranseder, wie gesagt, beim Neustart nicht dabei aufgrund von Getriebeschaden, Smirsch, Bauer, Sredanov, Niklas Czajbak. Achtung, wilder Drift von Giuseppetti hier gegen Margaret, klappt nicht. So, jetzt schauen wir weiter, Kevin Waar
er ebenso ausgeschieden. Eric Piet. Er wird im Laufe dieses Rennens also auch noch ausfallen. Und dann fällt noch einer aus, aber das werden wir auch noch mitbekommen. Denn er ist immer ziemlich auffällig unterwegs. So, Dario Giuseppetti auf Rang 2 hinter Karl Magerich. Und wir hatten es beim ersten Rennen schon gesagt, es hat bisher sehr, sehr lange gedauert, dass Karl Magerich, dass die 1 mal wieder ganz oben stand auf dem Siegerpodest. Vielleicht klappt es ja jetzt hier in diesem zweiten Rennen. Sie sehen, die Sonne kam schon wieder raus. Also es war wieder richtig trocken. Sascha Hommel hier vor Jones, Winnemann. Dann haben wir mit Philipp Backlund den nächsten in dieser Gruppe gehabt. Und hier haben wir wieder Didier Grams. Also es war ein etwas kürzeres Rennen, dadurch, dass das Ganze dann auf 14 Runden verkürzt worden ist, hier beim zweiten Anlauf. Also sozusagen ein halbes Sprintrennen. Das werden wir dann auch in Salzburg erleben. So, jetzt Giuseppetti gegen Karl Magerich. Und es ist wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Wenn Sie die richtige Antwort wissen, wie viele Linkskurven hat der Sachsenring, A10 oder B4, dann einfach eine E-Mail schreiben und bitte dazu schreiben, was Sie gewinnen wollen. Entweder ein Wochenendticket für den ENI Grand Prix von Deutschland hier auf dem Sachsenring oder einmal 2 Wochenendtickets für das nächste Rennen der IDM auf dem Salzburgring. Weil es bringt ja nichts, wenn Sie nur mitmachen für das Grand Prix-Ticket, dann die Karten für Salzburg gewinnen, aber da überhaupt gar keine Zeit haben hinzufahren. Also da kurze Meldung machen. So, jetzt schauen wir wieder aufs Rennen. Die 82, Gisbert van Ginhoven. Er ist hier also mit dabei in dieser Gruppe, beziehungsweise schon mit einem kleinen Respektsabstand zu der großen Gruppe davor. Vorne an der Spitze Giuseppetti, Magerich, dann Katlin im Moment auf Rang 3. Also da wird es wieder mal nach einem Podestplatz aussehen. Er hat ja auch gesagt nach dem ersten Rennen, er ist durstig. Er möchte unbedingt mal wieder mit Shampoos oder Sekt da oben rumspritzen und natürlich sich auch einen Schluck genehmigen. Das heißt, er will auf jeden Fall aufs Podest. Hinten die Attacke. Hommel muss sich da bewähren gegen eine BMW. Das müsste theoretisch Gareth Jones gewesen sein. Und hier haben wir die 86 noch gesehen. Philipp Altendorfer, er ja hier auf der Wilbers BMW unterwegs. Und wir sind ja schon in der Endphase dieses Rennens. In der 12. von 14 Runden. Und diese Gruppe da, unter anderem mit Sascha Hommel, die hat es auch in sich. Vorne an der Spitze, da war noch nichts entschieden. Giuseppetti vor Magerich. Die beiden ganz dicht zusammen. Dann Katlin mit einer kleinen Lücke auf Rang 3. Dann Teuchert, Jones und Hommel. Also, einer von diesen Vieren wird auf jeden Fall mit aufs Podest steigen. Marc Wildesen mit einem heftigen Rutscher hier gegen Philipp Altendorfer. Marc Wildesen eher gut unterwegs in diesem zweiten Rennen, hat ja im ersten Rennen schon einen Punkt geholt als 15. Und hier im zweiten Rennen sieht es im Moment auch sehr, sehr gut aus. Im Moment für ihn Rang 11 ist das Ganze im Moment. Und Altendorfer auf Rang 12. So sieht's aus. Letzte Runde. Giuseppetti, Magerich. Die beiden gehen hier in diese letzte Runde. Und dann haben wir diese Vierergruppe. Und Sie sehen, Sascha Hommel, der ist da ganz, ganz nah dran. Könnte da also vielleicht auch durchaus noch, wenn die sich uneinig sind, da vorne auf den Podestplatz springen. Wird ein bisschen weit, aber auf jeden Fall eine richtig gute Platzierung rausholen. Altendorfer an Wildesen jetzt vorbei. Hier in der letzten Runde, eingangs der letzten Runde. Und wir schauen auf Giuseppetti auf den letzten Metern. Da wird nichts mehr anbrennen. Und genauso ist es. Er gewinnt auch Rennen 2. Also ein perfektes Wochenende für den Ducati-Piloten. Und wir schauen mal jetzt allerdings hinter Dario Giuseppetti. Da fehlt uns Sascha Hommel. Der ist in der letzten Kurve noch abgeflogen. In der letzten Kurve gestürzt und von daher dieses Top-Ergebnis weggeschmissen. Sascha Hommel also raus. Und hier haben wir den Sieger. Dario Giuseppetti gewinnt vor Karl Magerich hier auf dem Sachsenring Rennen 2. Und er lässt sich da natürlich völlig zu Recht feiern. Ja, Leute, macht ein bisschen mit. Er hat es absolut verdient. Also wie gesagt, hundertprozentig fit ist er noch nicht. Und hier am Wochenende trotzdem eine verdammt gute Vorstellung abgegeben. Pole Position
Rennsieg in Lauf 1, Rennsieg in Lauf 2. Besser geht's nicht. Und damit hat er sich auch in der Meisterschaft wieder durchaus nach vorne gekämpft. Smirsch eine Nuller hier. Und Martin Bauer für ihn vielleicht ja sogar die Saison beendet. Da müssen wir einfach mal abwarten. Da müssen wir die Zeit ein bisschen spielen lassen für den sympathischen Österreicher auf der KTM. Didier Grams, er holt ebenso Punkte. Am Ende als 12. Hier haben wir das Ergebnis. Giuseppetti, Muggeridge, Catlin, das ist das Podest. Dann Jörg Teuchert, Gareth Jones, Barry Wenemann, Gisbert van Kinhoven auf der 7, Backlund, Altendorfer, Wildesen auf 10, Troy Herfoss auf der Suzuki auf 11, Didier Grams auf der nächsten Suzuki auf Rang 12, Andreas Martinsen, das war dieses blaue Motorrad auf der 13, Hernandez 14 und auf 15 hatten wir dann noch Gabor Ritzmeier. Der Sieger, Dario Giuseppetti, und hier haben wir den Mann, der hier das Heimspiel hatte, nämlich der Mann aus dem Bach-Oberfrohna, Didier Grams. Er war bester Laune. Die Gesamtwertung der IDM Superbike haben wir hier. Karl Muggeridge, jetzt neuer Führender mit 122 Punkten, 8 Punkte vor Smirsch. Dann Bauer, Catlin, Giuseppetti, jetzt 5. Ranseder 6. Teuchert, Jones, Wennemann, Paponen, Hommel, Stamm, Van Kinhoven, Nebel, Backlund und Altendorfer auf Rang 16.